Gleich im Sport erfahren Sie, warum ausgerechnet ein Niederösterreicher Mitfavorit für das morgige Neujahrspringen in Garmisch ist. Und die Seitenblicke berichten heute aus Wien und Klagenfurt von den letzten Proben zum Neujahrskonzert mit Maestro Daniel Barenboim und den Vorbereitungen zum Silvesterstadl mit Gastgeber Andy Borg. Meine Damen und Herren, das war die letzte Zeit im Bild in diesem Jahr und die letzte mit Eugen Freund, einem großartigen Kollegen, einem der wichtigsten und bekanntesten Reporter des ORF und einem Experten nicht nur für Amerika. Und in den letzten Jahren ein allabendlicher Gast in den Wohnzimmern Österreichs als Moderator der Zeit im Bild. Entschuldigung. Das war eine tolle Zeit und es war auch eine lange Zeit. Im April 1974 habe ich im Hörfunk begonnen. Hier ist eines meiner ersten Manuskripte, schaut noch ziemlich wild aus. Und das ist mein letztes. Dazwischen ist viel zusammengekommen. Wir haben gestern grob über den Daumen gerechnet. 5000 Berichte werden es etwa gewesen sein. Und weil wir ja im Fernsehen sind, zeigen wir Ihnen, wie so etwas aussieht. Das sind 5000 Blätter. Dass es so viel geworden sind, das verdanke ich vor allem Ihnen, meine Damen und Herren, weil Sie mir zugehört und zugeschaut haben über all diese Jahre. Und das verdanke ich auch all den großartigen Helfern hinter dem Mikrofon und hier hinter den Kameras, den Regisseuren, Tontechnikern, den vielen Assistenten und Assistentinnen. Ohne sie wäre ich nicht bis zu Ihnen vorgedrungen. Und mein ganz besonderer Dank gilt natürlich Nadja neben mir. Da gibt es leider noch eingewickelt in Papier. Und ihr und natürlich Ihrem Kollegen Rainer Hasiwar wünsche ich das Allerbeste und natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren. Und wir tauschen jetzt einen kleinen Blumenstrauß gegen einen großen Blumenstrauß. Danke. Und dass ich nichts vergesse, den Schlüssel habe ich auch mitgebracht, gebe ich auch ab. Danke vielmals, Nadja. Es war eine tolle Zeit, wie gesagt. Eine große Ehre. Danke vielmals und alles Gute und Prosit Neujahr Ihnen. Jetzt habe ich noch in die falsche Kamera geschaut zum Schluss. Gut gemacht.